Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich bin Österreicher, damit Nachbar des Landes Ungarn, und ich kann mich nur entschuldigen und fremdschämen für die Schmach und Schande, die sie über die Ungarn bringen. Die Ungarn sind ein wertvoller Teil der europäischen Völkerfamilie und haben es sich nicht verdient, behandelt zu werden in einer Art und Weise, wie es sie hier tun. Ich habe durch meine politische Tätigkeit hier auch viel mit Ungarn zu tun gehabt, von einfachen Menschen auf der Straße, in den Lokalen bis hinauf in die Politik. Durch die Bank anständige Leute, integre Menschen, ehrliche Menschen. Ich sage dazu vielfach das Gegenteil von dem, was ich hier kennengelernt habe. Und mit Sicherheit haben sie sich, die Ungarn, nicht verdient, behandelt zu werden in einer Art und Weise, wie es hier stattfindet. Orban macht 3 kapitale Fehler aus ihrer Sicht. Fehler Nummer 1. Er tritt gegen die EU-Zentralisierung ein. Recht hat er. Das tue ich ein. Das tue ich ebenso. Fehler Nummer 2. Orban tritt ein gegen die illegale Migration. Recht hat Orban. Und er entspricht damit auch einer Mehrheit der europäischen Völker, die dafür mit Sicherheit sind. Und Fehler Nummer 3, Orban tritt ein für den Frieden, was Ukraine und Russland betrifft. Sie sollten sich hier ein Beispiel an dem nehmen, was Orban und die Ungarn machen, anstatt das Schmierentheater fortzusetzen, das ich heute hier erleben muss. Danke.